Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mir ist leider heute etwas unfassbar Dämliches passiert. Ich habe ja im letzten Video ein neues Mikrofon ausprobiert, war von der Qualität nicht so begeistert, habe es dementsprechend wieder gewechselt und mir ist aber anschließend so ein kleiner Fehler passiert, denn ich habe das Mikrofon versehentlich in den Kopfhörereingang reingesteckt und dementsprechend habe ich jetzt in dem Video nicht mit meinem normalen Mikrofon aufgenommen, sondern dann hat er logischerweise das Kameramikrofon verwendet. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht, aber ja, wirklich toll ist es auch nicht. Ich habe erst überlegt, wie ich das mache, ob ich das Video dann gar nicht hochlade, aber das fand ich irgendwie auch nicht so toll, weil das Training an sich ziemlich gut war und ich auch soweit eigentlich ziemlich zufrieden war. Ja, nur der Ton ist in dem Video halt, wie gesagt, nicht so gut. Jetzt habe ich es, wie gesagt, umgesteckt. Also, das ist die Tonqualität, die ich normalerweise habe und auch die, mit der es dann in der nächsten Woche weitergeht. Aber ja, jetzt, wie gesagt, leider ein bisschen schlechter. Hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video. Mit einer etwas besseren Qualität geht es dann aber in der nächsten Woche wieder weiter. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bereite mir jetzt gerade parallel das Essen zu, was es gleich nach dem Sport geben wird. Ich habe eben gerade gefrühstückt und lasse mir zwischen Frühstück und Sport immer so 45 bis maximal 60 Minuten Zeit. Ist halt immer ein bisschen abhängig davon, was ich dann vor dem Sport gegessen habe. Und ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz sinnvoll, in der Zeit, wo ich jetzt warte, schon mal das Essen zuzubereiten, was es dann nach dem Sport gibt, einfach um dann nach dem Sport so ein bisschen Zeit zu sparen. Es gibt danach übrigens Reis mit Geflügel. An das Geflügel kommt dann einfach etwas Sojasauce, Salz, Pfeffer und Oregano dran. Mehr nicht, also das reicht mir. Das Ganze kocht jetzt schon seit etwa 10 Minuten. Ich denke mal so, ja, das Fleisch war tiefgefroren, also vermutlich 10 Minuten braucht es noch. Und dann bin ich so ungefähr nach 20 Minuten mit allem fertig. Dann schneide ich das Fleisch klein, packe es mit in den Topf, wo der Reis drin ist, packe den Deckel drauf und dann sollte es im Idealfall in 2 Stunden noch so ein bisschen warm sein. Es hat jetzt noch so knapp 20 Minuten gebraucht, also insgesamt hat es 35 Minuten gedauert. Ich warte dann jetzt noch so etwa 20 Minuten, lasse das Frühstück noch so ein bisschen sacken, ziehe mich dann gleich um und fange dann danach mit dem Training an. Heute fange ich jetzt mal offensichtlich mit rumänischen Kreuzheben an. In den letzten Wochen bin ich immer mit Squats gestartet. Das Problem ist aber, dass ich dann danach immer so kaputt bin, dass ich dann ja nicht wirklich Bock mehr auf weitere Übungen habe und auch die Energie einfach nicht mehr da ist. Da finde ich es mal sinnvoller, mit einer Übung anzufangen, die nicht ganz so leistungshungrig ist. 2 Einführungssätze habe ich jetzt schon erledigt, einen mit 40 und den letzten jetzt gerade mit 60. Ich habe mich natürlich davor auch vernünftig aufgewärmt. Das ganze Aufwärmtraining hat wieder so ungefähr 20 Minuten gedauert, genau wie beim letzten Mal auch. Jetzt fühle ich mich auch bereit für den ersten Arbeitssatz, da nehme ich jetzt gleich 80 Kilo. Versuche die 20 Wiederholungen zu schaffen, oder also 18, 20 will ich ungefähr haben. Und dann gucke ich gleich mal, wie es danach weitergeht. Ich habe jetzt in dem Satz schon Gürtel und Zughilfen verwendet, einfach, dass ich mich noch mal ein bisschen besser auf den Beinburger konzentrieren kann und nicht das Problem habe, dass irgendwann das Gewicht anfängt aus der Hand zu rutschen. Das einzige Problem, was ich halt immer noch habe, ist, dass ab einem gewissen Punkt, so nach ungefähr 15 Wiederholungen, der Lat unfassbar anfängt zu brennen. Und im höheren Wiederholungsbereich ist da wirklich eher der Lat oder der Neckbreaker als jetzt die Beine. Für den nächsten Satz nehme ich jetzt mal 100 Kilo, da werde ich dann vermutlich noch 2 mitmachen. Ich konzentriere mich auch wieder mehr drauf, in der negativen unten einmal ein bisschen zu halten für so ungefähr eine Sekunde. Das habe ich eben gerade bei den 80 Kilo hin und wieder vergessen. Aber gerade das bringt nochmal richtig gut was für den Beinbeuger und vielleicht merke ich dann jetzt in dem Satz auch wieder ein stärkeres Brennen als in dem Satz davor. Thank you.
Das war jetzt zwar nicht mehr ganz im Sinne von leichtem Gewicht und vielen Wiederholungen, weil ich im zweiten Satz, also im ersten Satz mit den 100, 15 Wiederholungen geschafft habe und im letzten waren es gerade 12. Dafür bin ich mit den beiden Sätzen aber trotzdem sehr zufrieden, weil ich es jetzt viel besser im Beinbeuger gemerkt habe und ein bisschen weniger im Lat. Beim nächsten Mal werde ich auch das gleiche Gewicht nehmen und versuche dann etwas mehr Wiederholungen zu schaffen. Vielleicht dann im ersten Satz etwa 16 und vielleicht danach irgendwie 13, 14 oder so. Aber so, dass ich dann vielleicht eine kleine Steigerung zu diesem Mal habe. Dann geht es jetzt weiter mit den Squats. Da werde ich aber so ein, zwei Einführungssätze machen, weil Quadrizeps noch nicht wirklich aufgewärmt ist. Und dann gucke ich mal, welches Gewicht ich dann gleich für den ersten Arbeitssatz verwende. Es sind zwar nur 60 Kilo, aber es ist anstrengend wie, keine Ahnung, etwas, das anstrengend ist. Ist echt heftig. Probiert es mal echt aus. Ihr müsst vom Gewicht her aber rapide runtergehen. Dafür gibt es aber den Punkt des Grauens, was mich aber ein bisschen mehr interessiert ist, wie sich der Muskel unter so einer Belastung entwickelt. Ich werde das Trainingskonzept jetzt noch so ein, vielleicht zwei Monate durchziehen und dann so ein kleines Transformationsvideo machen und schauen, was in der Zeit so passiert ist. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich weitermache. Ob ich jetzt noch zwei Sätze mit 60 mache oder ob ich jetzt mal vom Gewicht ein bisschen hochgehe. Und wenn ja, ob ich jetzt auf 70 oder auf 80 gehe. Ich vermute mal, dass ich mit 80 nicht die 20 Wiederholungen schaffe. Will es aber trotzdem mal ganz gerne probieren. Deswegen jetzt den nächsten Satz 80. Und ich mache einfach so viel, wie ich schaffe. Im Idealfall 20, aber wenn es dann ein paar weniger sind, sind es halt ein paar weniger. Jetzt brauche ich rein musiktechnisch auf jeden Fall irgendwas, was richtig gut nach vorne pusht. Jo, das ist gut. Yes! Ich habe mir eben gerade was auf YouTube angemacht und so nach 30 Sekunden, keine Ahnung, ich glaube, der hat die Verbindung verloren. Ich habe gerade keine Musik mehr. Aber egal, hat auch trotzdem geklappt. Der Satz gerade lief ziemlich hervorragend. Er lief so gut, dass ich sagen würde, dass wir noch einen davon machen. Die 20 werde ich jetzt wohl nicht schaffen, weil die schon im Satz davor sehr knapp waren. Aber so 16 Wiederholungen sollten eigentlich drin sein. Ich habe jetzt auch schon 6 Minuten Pause gemacht und so langsam fühle ich mich wieder bereit für den nächsten Satz. Deswegen schnappe ich mir jetzt meinen Gürtel und leg dann los. Boah. Boah. Boah.
Ah. Boah. 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 Ich bin echt nicht mit viel Erwartungen in den Satz reingegangen, wurde aber trotzdem positiv überrascht. Ich habe so ab 15 gemerkt, dass die 20 in Reichweite sind und ich die auch erreichen kann. Es war zwar sehr anstrengend, aber ja, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Also ich meine, ich habe 20 geschafft. So oder so habe ich auf jeden Fall alles reingesetzt. Die Sache ist nur die, ich weiß jetzt nicht, wie ich nächste Woche weitermachen soll, aber das ist eine Sache für nächste Woche, ob ich dann vielleicht den ersten Arbeitssatz mit 80 mache und dann vielleicht schon auf 90 hochgehe. Oder vielleicht einen mit 80, einen mit 90 und einen mit 100. Aber das werde ich dann nächste Woche entscheiden. Mittlerweile kann ich auch sagen, freunde ich mich von Woche zu Woche immer ein bisschen mehr mit Squats an. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich ein bisschen mehr dehne, sodass ich auch etwas mehr Hüftmobilität bekomme, was sich für mich sehr positiv auf das Gefühl und meiner Meinung nach auch auf die Ausführung auswirkt. Ich kriege es jetzt ein bisschen besser hin, die Knie so ein bisschen nach außen zu drücken, den Rücken etwas mehr rauszunehmen und wirklich das meiste aus den Beinen zu drücken. Ich denke, die Kombination zwischen Dehnen und das Trainieren im höheren Wiederholungsbereich hat mir da sehr geholfen, weil als ich noch mit dem schweren Gewicht trainiert habe, hat sich das nie so richtig gut angefühlt. Ich habe es meistens im Rücken gemerkt, in den Beinen auch ein bisschen, aber Knie fand ich auch nicht so toll. Also da hatte ich am Ende tatsächlich eigentlich mehr Beschwerden, als dass es mir irgendwas gebracht hat. Und jetzt merke ich auch langsam, dass es in der Zielmuskelgruppe ankommt. Mein Energielevel ist jetzt nach den beiden Übungen schon ja, ziemlich im Keller. Trotzdem kommen jetzt noch zwei Übungen, die werde ich aber bei dem Supersatz machen, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Mir fehlt noch eine Übung für Beinstrecker und eine für Beinbeuger. Ich mache jetzt noch so ein, zwei Minuten Pause und dann überlege ich, mit welchen beiden Übungen ich weitermache. Davon wird es dann jeweils drei Sätze geben und dann war es das für heute. Ich habe gerade schon 5 Minuten versucht, so ein bisschen noch was zum Training zu erzählen, aber ja, so ein anstrengendes Training bringt auch so ein bisschen die kognitiven Fähigkeiten ein bisschen durcheinander. Deswegen jetzt nochmal eben kurz zum Schluss. Also von der letzten Übung habe ich drei Sätze gemacht. Beim Beinstrecker hatte ich im ersten Satz 18 Wiederholungen und danach ist es immer ein bisschen weniger geworden. Dann hatte ich danach 15, meine ich, und im letzten waren es so 12 ungefähr. Also viel Energie war doch nicht mehr über. Ich habe auch vom Gewicht her nochmal ein bisschen weniger genommen. Dafür aber, sobald das Bein gestreckt war, nochmal kurz so eine Sekunde gehalten. Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anstrengender und die Übung dauert auch ein bisschen länger. Von daher habe ich da ein bisschen weniger Wiederholung gemacht. Bei den Cheetah Curls hingegen ging es noch relativ gut. Da hatte ich im ersten Satz so die 16 Wiederholungen. Danach war ich auch so bei ungefähr 15 und im letzten waren es dann nur noch 12. Mit dem heutigen Training war ich auch ziemlich zufrieden. Es war zwar ultra anstrengend, hat aber auch ziemlich Spaß gemacht. Mir persönlich gefällt es immer ziemlich gut, wenn man durchgehend einen richtig guten Pump hat in der Zielmuskulatur. Und das war heute definitiv der Fall. Jetzt geht es auf was Kleines zu essen. Ich habe ja hier schon meine Post-Workout-Mahlzeit zubereitet und ich gucke jetzt, ob das noch warm ist, weil das stand jetzt so etwas über 2 Stunden. Ja, aber geht noch richtig gut. Ist jetzt noch lauwarm. Bevor ich das esse, gehe ich jetzt aber erst duschen, weil ich noch ja, mega verschwitzt bin. Den heutigen Ernährungsplan blende ich gleich am Ende wieder ein und normalerweise würde es in so
ein bis zwei Tagen mit dem Armtraining weitergehen. Die Sache ist die, das Brusttraining hat sich aber um einen Tag verschoben, dementsprechend das Beintraining auch. Und wenn ich jetzt noch Arm und Rücken trainiere, würde ich dann ja mit der nächsten Woche quasi kollidieren, weil ich dann nach Rücken direkt Brust trainieren würde und das passt mir halt so überhaupt nicht. Deswegen werde ich in dieser Woche das Armtraining vermutlich komplett weglassen. Arm ist jetzt eh nicht so mein Manko, wo ich jetzt unbedingt darauf angewiesen bin, die regelmäßig zu trainieren. Deswegen lasse ich Arme weg und trainiere dann lieber vernünftig noch den Rücken. Einen Tag Pause werde ich mir aber auf jeden Fall gönnen und dann geht es vermutlich in so zwei, spätestens 3 Tage weiter mit dem Rückentraining. Also wenn ihr Bock habt, seid auch wieder gerne mit dabei, würde mich sehr freuen. Für heute war es das jedenfalls. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein.